Ich habe mir jetzt die 650er angeguckt von Honda. Weil wenn ich den Führerschein nächstes Jahr noch schaffen sollte, den A-Führerschein und machen sollte, dann habe ich eingesehen, dass es wohl keinen großen Sinn macht, wenn ich mir eine riesengroße Maschine kaufe, eine Tausender oder sowas. Ich wollte dann eher was haben, das habe ich in den Videos auch schon gesagt, wie eine mit 120, 130 PS. Eine Supersportler. Die haben ungefähr die gleichen Dimensionen, Maße und Gewicht wie meine hier jetzt mit knapp 200 Kilo oder 190 Kilo. Das kann ich dann auch noch handeln. Naja, und die 650er, weil ich gerne natürlich wieder weiter Honda fahren möchte. Die 650er wird mir natürlich schon gefallen. Alleine vom Aussehen und so weiter macht die mir wirklich, macht die einen guten Eindruck. Und mit 95 PS dann offen, denke ich mal, reicht das für die Landstraße also mehr als aus. Ich mache ja keine Drag Races auf der Autobahn oder Beschleunigungsrennen oder sonst was. Und von daher sollten 95 PS eigentlich reichen. Naja, und dann müsste ich jetzt mal gucken, mal mit meinem Händler schnacken. Allerdings ist die 650er gerade abgedatet worden. Und das Update heißt, dass die Gabel vorne eine neue ist jetzt eine Big Piston Gabel, die noch ein bisschen besser dämpft und präziser lenken lässt oder in den Kurven ist. Wo, wie gesagt, ich fahre ja nicht auf einer Rennstrecke, dann hätte die alte wahrscheinlich auch ausgereicht, aber die ist abgedatet worden. Das Display ist ja eigentlich wie meins, bloß dass sie hier nicht bis 8 oder 10 geht, sondern dass man da bis 13.000 drehen kann oder bis 12.000 dreht die dann. Meine dreht ja nur bis 8.6. Die Anzeigen sind ein bisschen größer geworden. Dann haben sie den Winkel ein bisschen geändert, dass man das besser ablesen kann, obwohl ich habe noch nie ein Problem gehabt damit, hier irgendwas abzulesen. Das war bis jetzt also überhaupt kein Thema. Na, komischerweise bei allen möglichen Reviews, die gemacht wurden, entweder über die 500er oder 650er, wurde immer bemängelt, dass das Display nicht vernünftig abzulesen ist, dann bei Sonnenschein, wenn die Sonne da direkt drauf scheint. Bei mir hat die Sonne da schon so direkt drauf geschienen. Und ich habe noch nie ein Problem damit gehabt. Also das ist immer absolut perfekt abzulesen gewesen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich müssen die Leute dann mal sich eine Brille besorgen, die das nicht lesen können. Aber dieses Display ist phänomenal gut und sehr, sehr, sehr gut abzulesen. Ja, was hat die 650er noch? Ist jetzt Euro 5. Haben sich wohl alle Daten erhalten, das heißt 95 PS, 64 Newtonmeter. Manche behaupten auch, dass es irgendwo eingetragen ist, dass 64 Newtonmeter jetzt nicht mehr sind, nur noch 63. Aber da werde ich dann meinen Händler mal fragen, wenn ich mich da demnächst beraten lasse. Ich habe den nämlich angerufen. Er sagte mir, dass für die 650er Modelle noch gar keine Preise genannt werden und anliegen. Da sollte ich mich jetzt Ende der Woche, Anfang nächste Woche nochmal melden. Allerdings habe ich im Netz gesehen, dass sie
um 300 oder 250 Euro günstiger geworden ist. Die hat mal 9,3 gekostet und soll jetzt 9.065 kosten. So steht es jedenfalls im Netz. Hat jedenfalls einige kleine Updates noch gekriegt. Fällt mir gar nicht mehr ein, was jetzt insgesamt. Doch, einen anderen Kennzeichenhalter gibt's. Der ist jetzt nicht mehr aus Plastik hinten so lang, sondern der ist jetzt aus Aluminium. Ja, an den Reifen, an der Erstausrüsterreifen hat sie wohl nichts getan. Das sind wohl wieder die Dunlop D214. Von denen bis jetzt noch kein Tester irgendwie begeistert war. Ganz im Gegenteil. Die sind wohl nicht wirklich schlecht. Aber wenn ich damit wie jetzt im Winter und so fahren will, dann ist natürlich so ein Conti Bro Detect 13 mal besser. Von der Wasserverdrängung und Silikamischung, ne? Wäre schon schön, jetzt noch mal eine Vierzylindermaschine zu fahren. Müsste ich dann natürlich erstmal auf 48 PS gedrosselt nehmen. Ob die dann auch so gut geht wie die hier mit Akrapovic, der mir ja leistungsmäßig echt noch einen Boost gegeben hat. Hätte ich erst gar nicht gedacht. Weil die Vierzylinder musste natürlich wesentlich höher drehen. Tja, Vierzylinder muss man natürlich ganz anders fahren. Und ob ich da die 48 PS so rauskitzeln kann. So wie ich gehört habe, soll die Maschine auch nur gedrosselt dann bis 10,5 drehen und nicht bis 12.000. Das ist natürlich dann ein ganz anderes Fahren. Mir gefällt das eigentlich mit dem Druck unten raus bei dieser Kiste hier unheimlich gut. Kannst du schaltfaul fahren. Ich meine, das kannst du dann bei der 650er wohl auch. Aber da muss ich mal sehen. Muss ich echt mal sehen, ob ich mir das noch antue oder ob ich die hier einfach weiterfahre. Weil ich habe natürlich trotzdem hier mit meiner 500er immer noch Spaß ohne Ende und das jeden Tag. Auch bei so einem komischen Wetter macht das Fahren echt Spaß. Kann ich nicht anders sagen. Nur wie lange das noch gut geht bei mir, ja, das kann ich nicht abschätzen. Es gibt Tage, da habe ich gedacht, du gibst wohl den Löffel ab. Und andere Tage, wie gestern Abend oder heute Nachmittag, da sitze ich wieder auf dem Bock. Tja, und es geht eigentlich relativ gut. Tja, und das soll es auch erstmal wieder gewesen sein. Zum Thema 650er und Zukunft und so. Da würde ich sagen, wir sehen uns in meinem nächsten Video und damit tschüss und gehabt euch wohl.